Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. Wir sind hier vor der alten Mine. Wir haben es endlich mal hierher geschafft. Wer hätte das gedacht? Und hier vorne steht Garaz. Wer bist denn du? Wie sieht's aus? Wie soll es schon ausschauen? Ich stehe mir hier den ganzen Tag die Haxen in den Boden, während sich die Jungs da drüben amüsieren, ne? Wir brauchen jemanden, der sich um die Vorräte der alten Mine kümmert, haben sie gesagt. Garaz, du bist unser Mann. Jedes Mal bleibt die Drecksarbeit an mir hängen. Ja, nicht einmal einen Stuhl haben sie mir hergestellt, die Krippeln. So sieht's aus. Was ist mit den Truhen hinter dir? Ja, die kehren im Lager, ne? Was soll damit sein? Was ist da drin? Glaub nicht, dass dich das was angeht. Dann schau mal selber nach, ob bei passender Gelegenheit. Hier, das Bier geht auf mich. Das habe ich jetzt gebraucht. Den ganzen Tag rumstehen macht durstig. Das sage ich dir. Ja. Du wolltest mir erzählen, was in den Truhen ist. Ach ja. Mit den Truhen befinden sich Vorräte, die mit dem Konvoi gekommen sind. Und für die Gardisten im Lager und für die Butler und so, ne, glaube ich. Das ist alles, was es darüber zu erzählen gibt. Die müssen den Text ein bisschen langsamer machen. Für alte Damen wie mich. So. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Ich nehme da jetzt einfach mal die Sachen hier. Ich habe keine Ahnung, ob ich dafür verprügelt werde. Ich hoffe nicht. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Hallo. Guten Tag. Aber gar nichts will ich trotzdem nicht stecken. Ja? Lieber guten Tag, die Herren. Servus. Aha, da wird ein Stampfer hergestellt oder repariert. Da buddelt schon einer. Kann ich das haben? Na, das ist leider kein Erz, das man ernten darf, scheinbar. Oh doch, hier, ein Erzklumpen. Geht das? Ah, ich muss das Schürfen erst lernen, oder? Einfach mal schürfen. Ja, probieren wir mal. Erzsplitter fliegen durch die Luft. Nochmal. Nochmal. Drei Erzbrocken erhalten. Super. Nochmal. 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 Kommt nichts mehr? Kommt nichts mehr, ne? Zwei Erzbrocken erhalten. Schau, geht doch noch was. Probiert einfach mal weiter. Vielleicht kommt noch was. Nochmal zwei. Ich glaube, das... Nochmal zwei? Schau. Ich glaube, das sollte ich machen, wenn ich besser schürfen kann, oder? Nochmal zwei. Passt, lass uns gut sein. Schauen wir uns mal in der Mine um, oder? Ich sollte vielleicht doch vorher speichern, ne? Nicht, dass mich da hier wieder... Ich hatte nämlich vorher schon so ein Problem, dass das Spiel... Spielstand 10... dass das geladen hat, statt gespeichert. Und dass ich dann irgendwo dann mal wieder ins Spiel durfte. Da waren wir schon längst. Das ist mir, glaube ich, dreimal passiert und jetzt bin ich da ein bisschen übernervös. Tja, guten Tag. Wir sind hier der Neue. Ich nehme auch vor, die Höllenpilze mit. Und eine Spitzhacke. Die kommt hier wie gerufen für uns. Das ist ja schon sehr einladend zum Arbeiten helfen. Cool wäre es, wenn ich noch wüsste. Glenn. Graham wird. Na, Glenn, weißt du das? Worauf sollte ich in der Mine achten? Worauf sollte ich in der Mine achten? Auf die Minecrawler. Aha. Je weiter du nach unten kommst, desto näher bist du den Viechern. Die Mistdinger kommen direkt aus Belias Reich. Man kann sie schaben und kratzen hören. Sie lauern in der Dunkelheit und warten nur auf dich. Ich habe gesehen, wie sie getötet haben. Gnadenlos und schnell. Wenn du am Leben hängst, solltest du dich nicht hier unten aufhalten. Geh lieber, bevor dir noch was passiert.
Danke für die Warnung. Guten Tag, da ist nun ein Gardist. Würde ich mal sagen, wir melden uns hier mal an, ne? Guten Tag, Drake. Wie geht es Ihnen? Kannst du mir was über die Mine erzählen? Hier, wo wir uns befinden, das ist der Hauptschacht. Über ein Stegsystem kommst du bis ganz nach unten. Und überall wird Erz geschürft. Doch sei vorsichtig. Hier gibt's auch eine Menge Minecrawler. Ganz unten steht die Schmelze. Einen Teil des Erzes schmelzen wir direkt ein und verarbeiten es. Okay. Auf was sollte ich achten? Haben wir schon. Erzähl mir mehr von der Mine. Erzähl mir mehr davon. Ja, wenn du mehr wissen willst, dann wende dich an Viper. Er ist der Schmelzer. Oder wende dich an Ian. Er ist der Boss. Er organisiert hier in der Mine alles. Okay. Und wo kann ich ihn finden? Wo kann ich Ian finden? Er steht in der Mitte des Hauptschachtes, beim Warenlager. Ach, noch was. Du kennst doch Torus, hm? Vergiss ihn. Hier drin hat nur einer das Sagen und das ist Ian. Er ist hier der Chef. Legst du dich mit ihm an, legst du dich mit uns allen an. Verstanden? Jawohl, Sir. Ich gehe dann Wir mal weiter. Uns. Kann ich da mal vorbei? Ja, du stehst ja nur da. Hier kannst du vorbei. Links oder rechts, ich bin mittig gestanden. Kannst dich aussuchen. So. Santino? Bei dir kann ich tauschen? Ich habe alles, was du brauchst. Was ich nicht habe, willst du auch nicht. Alles klar, dann schau mal bitte kurz nach links. Geh ein bisschen noch ein Stück nach links. Ich will gerne den Erzhaufen da hinten. Geht das? Nein? Ach so. Ja, dann. Schade. Gut. Was hätten wir denn im Angebot? Die Spitzhacken kann ich ihm geben. Das alte Schwert kann er haben. Das rostige kann er haben. Ansonsten Schüsseln von mir aus. Die brauchen wir, glaube ich, eh nicht. Die dritten Zähne kann er haben. Die braucht er vielleicht eh bald. Die Felle behalte ich lieber noch. Den Krug vielleicht auch noch. Ja. Tränke kaufen. Ja, ich glaube ein, zwei. Und den Rest mit Erze, würde ich sagen. So, passt. Danke. Für später schon mal vorkaufen. Guten Tag, auf Wiedersehen. Wen haben wir denn hier? Einen Templer. Was macht ein Templer hier in der Mine? Was macht Ihr Templer hier in der Mine? Wir jagen die Minecrawler. Geh lieber zurück ins Lager, da bist du sicher. Warum jagt ihr Crawler? Warum jagt ihr die Crawler? Wegen ihren Zangen. Sie enthalten ein wertvolles Sekret. Was für ein Sekret? Ein Gift. Nur unser Guru Kor Kalom weiß, wie man daraus Tränke brauen kann. Und neben ihm das Bal Orun, der Einzige, der weiß, wie man dann die Zangen eine Suppe kochen kann. Aha. Wer ist Kor Kalom? Er ist einer der mächtigsten Männer in der Bruderschaft. Er kennt viele Geheimnisse und kann die Gedanken anderer kontrollieren. Zudem ist er der Alchemist. Er braut Tränke, damit wir geistigen Kontakt zum Schläfer herstellen können. Geh doch einfach mal ins Lager. Wir suchen immer gute Leute. Ich werde mal drüber nachdenken. Und wie kann ich den Minecrawlern die Zangen entfernen? Das ist ein Vorgang, der nicht so einfach ist. Ich kann dir das beibringen. Jo, wenn's geht. Bitte. Kannst du mir das Zangen rausschneiden beibringen? Du musst erst einen tiefen Schnitt in das Fleisch machen. Sei vorsichtig, dass du nicht die Zangendrüse erwischst. Triffst du sie, spritzt das Sekret raus. Das ist bestimmt ziemlich schmerzhaft. Und wie? Hast du eigentlich noch drei Finger, Kargur, den Crawlerjäger, kennengelernt? Ach nein, das war vor deiner Zeit. Nun, also weiter. Schneide großflächig um die Drüsen herum und entferne dann das Fleisch zusammen mit der Zange. Wenn du dich daran hältst, wirst du keine Probleme mit dem Rausschneiden der Zangen haben. Das dachte ich schon, ich muss selber weiterlesen. Bis dann. Möge der Schläfer erwachen. Bitte nicht. Das braucht kein Mensch.
Guten Tag. Ein Gardist, der passt hier auf. Alles klar, da wären wunderschöne Kisten. Vielleicht passt es einmal, wenn der ja, Patrouillewechsel macht. Huch. Oder so. Alter. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Hier wäre es richtig gewesen. Hui, jetzt ist mir kurz der Stift gegangen. Höllenbild. Jo. Was war hier? Rabenkraut. Okay. Und? Noch mehr Rabenkraut. Höllenpilz. Noch einen Höllenpilz. Da drüben haben wir noch einen Höllenpilz. Da ist noch ein Höllenpilz. Da wäre noch mehr Rabenkraut. Und noch ein Schwammerl. Ein Erzklumpen. Ich werde jetzt noch lassen, bis ich das... Kann ich schürfen? Kann man das extra lernen? Warte mal. Na, schürfen kann man schon von vornherein, ne? Okay. Könnte man theoretisch ernten, aber bis man da... Zwei Erzblocken, da wird man zum Eierschwammerl. Da habe ich keine Ahnung, ob man da nicht endlos draufschlagen kann. Habe ich jetzt einen Bug? Ich glaube, ich habe jetzt einen Bug. Hallo? Jetzt hört er nicht mehr auf zum Schlagen. Alter! Hallo! Lassen Sie das? Ich kann gar nichts mehr machen. Okay? Also das ist sehr gefährlich, Erze zu bekommen. Wahrscheinlich habe ich zu schnell Enter gedrückt. Hallo! Ich möchte gerne aufhören. Ich kann jetzt gar nichts mehr machen. Gut. Was macht man jetzt in so einem Fall? Das ist jetzt aber nicht schön. Hallo? Drei Stunden später. Ja gut, ich glaube, ich muss hier, glaube ich, anstückeln. Also wir sehen uns dann, wir hören uns dann wahrscheinlich gleich wieder. Bis später. So, herzlich willkommen zurück. Das ist unglaublich. Ja, wir sollten hier besser nicht mehr schürfen. Ich werde das jetzt auch sein lassen, das ist mir zu gefährlich. Also, nee, das sind ungute Bugs, das brauche ich nicht. So. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen uns hier mal ein bisschen um, ne? Ist das hier schon der Hauptschacht? Nein, ich glaube, das ist nur so ein Nebending, oder? Würde ich mal sagen, schauen wir uns mal kurz um. So. Lala. Guten Abend, die Herren. Ja? Hey Junge, du könntest mir einen Gefallen tun, anstatt hier rennen. Ja, genau. Was denn? Besorg mir mal ein Bier. Ich stehe schon den ganzen Tag hier rum und könnte jetzt was Gutes vertragen. Ja, null Probleme. Geh am besten zum Hauptschacht. Die haben bestimmt Bier da. Ich hätte sogar schon eines mit. Hier, bitte. Hier hast du dein Bier. Danke, das habe ich jetzt gebraucht. Achso, jetzt. Das war gerade vorher der Sappe im Mund. Ja, genau. Ja, so, hier hast du 10 Erz für deine Mühen. Boah, danke. Jetzt sieh zu, dass du wieder ans Arbeiten kommst. Hey, Sir.
Gern geschehen. Wen haben wir denn da? Ein Butler, eine Fackel. Hier haben wir ein paar Schwammerler. Noch mehr Butler. Noch eine Fackel. Noch ein Butler. Noch ein Butler. Noch ein Butler. Und alle. Die Wachen erwischen mich nie. Was? Wie meinst du das? Ich arbeite nur, wenn Wachen in der Nähe sind oder mich sehen können. Ansonsten hänge ich hier meine Zeit ab. Werden sie dich misstrauisch? Na ja, ich schürfe natürlich weniger Erz als alle anderen. Es reicht natürlich nicht immer. Da muss ich halt mal ein bisschen geschickt tauschen. Ich halte immer meine Ohren offen und bekomme viele nützliche Dinge mit. Du hast nicht zufällig etwas Erz bei dir? So ungefähr 10 Erz? Schon? Bitte. In Ordnung. Wir sind 10 Erz für dich. Danke. Wenn du zurück zum Hauptschacht gehst und den Stegen weiter nach unten folgst, da kommst du bald an 2 Nebenhöhlen. In der 2. Höhle steht eine Wache. Da steht auch ein alter Stampfer. Dort liegt noch irgendwo ein Heiltrank, aber sei vorsichtig und nimm dich vor den Crawlern in Acht. Und wenn du mal wieder was brauchst oder hörst, dann komm ruhig zu mir. Ich kann dir bestimmt weiterhelfen. Ja, passt. Hast du noch ein paar nützliche Informationen? Hast du noch ein paar nützliche Informationen? Na klar. Hast du noch 10 Erz? War so klar. Da? Für mein Erz erwarte ich auch eine gute Information. Hier gibt's eine Menge verschlossener Truhen. Glenn, der Butler, der ganz oben steht, kann dir ein paar Dietriche besorgen. Okay. Viel Glück noch. Du weißt ja, wo du mich findest. Ja. Du, der arbeitet nix. Beschwer dich mal. So. Da würde ich sagen, gehen wir weiter rauf wieder. Na, 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 na. Ja. Na, 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 na. Hoppala. Ich will immer. Uah. Mit Leertaste hüpfen, wäre ich bald in den Tod gefallen. Alter. Ah. So. Ruhig. Jetzt nochmal speichern. Zwar dringendst. So. Ich darf nur nicht vergessen, dass ich hier noch ein bisschen was anknüpfen muss. Damit der Party richtige Länge hat. Jo. Also das mit dem Schürfen ist halt echt gefährlich. Wenn du da so blöd stecken bleibst, das ist halt nicht so lustig. Das sollte ich in Zukunft meiden. Oha. Snipes. Hey, du. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ich schlage dir ein Geschäft vor. Ah ja. Wenn du Aaron dazu kriegst, dass er von der Truhe abhaut, dann gebe ich dir 10 Erz. Okay. Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Dann hätte ich den Verlust schon wieder erinnern. So. Dann probieren wir unser Glück, ne? Hallo. Hey, du. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich pass auf, dass so Butler wie Snipes da drüben die Finger von meiner Truhe hier lassen. Aha. Du, übrigens. Wir werden ihn jetzt weglocken versuchen. Die Butler haben einen riesigen Erzbrocken gefunden. Ich habe gehört, dass Banditen in der Mine sind. Ian schickt mich. Du sollst sofort zu ihm kommen. Das wäre das Vernünftigste. Aber immer mal. Die Butler haben einen riesigen Erzbrocken gefunden. Na und? Den musst du dir unbedingt ansehen. Vergiss es. Ich habe gehört, Banditen sind in der Mine. Ich habe gehört, dass Banditen in der Mine sind. Sie wollen das Erz. Hältst du mich für blöd? Das würden sie niemals wagen. Und zu guter Letzt? Ian schickt mich. Du sollst sofort zu ihm kommen. Was will er denn? Belohnung für gute Dienste. Es gibt Ärger für dich. Keine Ahnung. Belohnung? Er will dir eine Belohnung für deine guten Dienste geben. Ach, tatsächlich. Ich glaube, du gehst jetzt besser. Was willst du? Dich weglocken. Da? Ian schickt mich. Du sollst sofort zu ihm kommen. Was will er denn? Probieren wir das nächste? Na, es gibt Ärger für dich, ist gemein. Keine Ahnung, würde ich sagen. Oder? Probieren wir es? Ärger für dich? Er will dir kräftig in den Arsch treten, weil du so faul bist. Na, das ist doch nichts Neues. Geh weg! Was willst du? Und alle guten Dinge sind 3, ne? Dann haben wir auch alles gesehen.
So, also Ian schickt mich? Ian schickt mich. Du sollst sofort zu ihm kommen. Ja? Was will er denn? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das wird ihn dir schon selber sagen. Glaubst du, er erzählt mir sowas? Dann werde ich mal zu ihm gehen. Gut. Servus. Du könntest doch schneller gehen. So. Servus. Hey, du. Und? Du schuldest mir 10 Erz. Hier, die 10 Erz hast du dir verdient. Ach, noch was. Den Schlüssel für seine Truhe habe ich auch. Für dich nur 30 Erz. Gib her. Gib mir den Schlüssel. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Ja, ja. Ich frage mich, was dein Gewinn an der Sache ist. Ich freue mich immer, wenn ich den Gardisten eins auswischen kann. Und wenn die den Inhalt der Truhe bei mir finden, bin ich dran. Alles klar. Wir sehen uns. Na, aber sicher doch. Schön. Ist er schon weg? Ja, sehr gut. Dann würde ich mal sagen, wir schauen mal. Bier hat er da, eine Heilung und 72 Erzbrocken, das ist viel. Vor allem, weil wir eh pleite sind. Ja. Sehr gut, haben wir schon wieder 100 Erz. Sehr gut. Sehr nice. La 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 la. So. Wie hat er den Schlüssel bekommen? Wahrscheinlich Taschendiebstahl oder so. Dann würde ich sagen, das war jetzt ein gelungenes Questchen. Dann würde ich sagen, speichern wir mal. So. Und weiter geht's. Hüpf. Hüpf. So. Da gehen wir schön runter. Einmal Rabenkraut, nochmal Rabenkraut und ein Hüllenpilz. Hallo, Ulbert. Was ist in dem Lagerschuppen? Was ist in dem Lagerschuppen? Das geht dich nichts an. Warum nicht? Solange herumstehen macht bestimmt durstig. Solange herumstehen macht bestimmt durstig. Und wie? Mann, ich könnte wohl den einen oder anderen Schluck vertragen. Hast du was dabei? Aber freilich, bitte. Hier, trink einen auf mein Wohl. Danke. Ja? Gibt es jetzt was im Schuppen? Gibt's denn jetzt in dem Schuppen was Besonderes? Ein paar Truhen, in denen wir Vorräte lagern. Allerdings ist der Schlüssel verschwunden. Verschwunden? Ich wette, Aleph hat da seine Finger im Spiel. Aha. Dem Kerl kann man nicht trauen. Okay. Dann werden wir mal kurz zu Aleph gehen. Wieder immer wieder rauf und runter, ne? Gehen wir mal kurz zu Aleph. Das kostet sicher eine Kleinigkeit. Aber wir haben eh jetzt 100 Goldstücke, also ich hoffe, so teuer wird es nicht werden. Mal schauen, ob er uns nicht den Schlüssel verkaufen kann. Der Schelm. Tja, ist halt jetzt ein bisschen eine Hartscherei. Aber was sollen wir machen? La 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 la. Gleich sind wir bei ihm. Dann bin ich mal gespannt. So, ein paar Schritte noch. So. Hey, Aleph, hallo, ich brauche was von dir. Hey, hast du irgendwo den Schlüssel? Ach schau, er geht echt arbeiten, wenn er da steht. Schau, voll arg. Hey du. Weißt du was über den Schlüssel für einen bestimmten Lagerschuppen? Weißt du was über die Schlüssel für die Truhen im Lagerschuppen? Nun, das kommt ganz drauf an. Ja, ja, darauf, wie viel Erz ich dir gebe. Du lernst schnell. Super. Probieren wir es mal. Bist du mit 15 Erz einverstanden? 15 Erz? Ich weiß nichts von einem Schlüssel.
30? 30 Erz sollten reichen. Nun gut. Zufällig habe ich hier einen Schlüssel. Mhm. Viel Glück noch. Du weißt ja, wo du mich findest. Hey, ja, du. Und weiter? Ich will ihn auch haben. Viel Glück noch. Habe ich denn das bekommen? Du weißt ja, wo du mich findest. Habe ich denn das bekommen, den Schlüssel? Truhenschlüssel. Okay, passt. Ich dachte schon, der sagt mir nur die Info, dass er ihn hat, ne? Dass ich da nochmal 50 zahlen muss, damit ich ihn noch krieg. So habe ich jetzt gedacht. Okay, wir haben den Schlüssel. Gott sei Dank. Da. Nochmal zurück. Dann würde ich sagen, räumen wir noch den Lagerschuppen aus. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part. Im nächsten Part werden wir Ian besuchen. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, ein ganz vernünftiger Plan. Ich muss aber wieder mal speichern, weil ich bin, ja, eine gefährdete Spezies. Genau. Na, na. Hoppala. Ich will immer mit Leertaste hüpfen. Dabei ist das ja alt. Alt. Hüpf. Hier besser nicht mehr hüpfen, sonst falle ich noch über die Leiter runter und dann bin ich wahrscheinlich hin. Bei meinem Glück absolut nachvollziehbar. So. Dann werden wir das hier nochmal speichern. Für den Fall, dass ich was versemmel. So. Guten Tag. Weglocken. Hör zu, Ian und die anderen sitzen unten und lassen sich gebratenes Fleisch schmecken. Was? Ohne mich? Na, ich werde mir meinen Anteil schon holen. So, bitte. Gehen Sie nur. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Ich speichere inzwischen nochmal. So. Okay. Und dann klauen wir, was das Zeug hält. So, einmal die Kiste. Oho, die geht so schon auf. Zweimal Feuerball. Über 200 Erzbrocken. Oh, wie cool. Endlich haben wir mal ein bisschen Erzbrocken auf der Kante. Können wir uns mal ein bisschen was leisten, Gott sei Dank. Dauert halt ein bisschen, bis wir das umgeschichtet haben. So. Ist halt blöd, wenn man nur faustweise das Erz von einer Truhe in unsere Börse stopfen kann. So. Und hier drüben noch. Da werde ich kurz speichern, weil für den Fall, dass die verschlossen ist, dass ich nicht zu viele Dietriche verbrauche, dass ich mir hoffentlich den Code merken kann. Nein, ist alles gut, alles offen. Licht zweimal und Feuerpfeil. Gut. So. Mehr ist hier nicht? Nein. Okay. Dann dürfen wir weiter. Wen haben wir denn hier? Grimes, den habe ich gemeint. Das ist der Butler. Ein neues Gesicht. Na? Schon mal Erz geschürft, Jungchen? Ja, und dabei stecken geblieben. Bist du schon lange hier? Ich bin schon seit 10 Jahren hier. Du kannst mir glauben, dass ich schon einiges gesehen und erlebt habe. So manche Gefahr habe ich schon gemeistert und es immer verstanden, am Leben zu bleiben. Damals, als wir noch in der inzwischen verlassenen Mine gearbeitet haben und die Stützbalken eingekracht sind. Aber das sind alte Geschichten. Du hast doch bestimmt auch eine Menge Ausbruchspläne mitgekriegt. Hör zu, mein Junge. Ich weiß genau, du willst hier raus. Aber vergiss es. Gewöhn dich direkt daran und vergiss die Gedanken vom Ausbruch. Ich habe die Gesichter der Leute gesehen, die versucht haben, aus der Barriere zu fliehen. Mach nicht denselben Fehler. Die Barriere hält jeden auf. Ich habe nicht vor, die nächsten 10 Jahre meines Lebens hier zu schürfen. Nein, das wirst du nicht. Vielleicht wirst du zu den ganz Großen gehören, wer weiß.
Du wirst dich nach oben arbeiten, aber ganz egal, wie weit du auch kommst, die Barriere wird dich aufhalten. Schauen wir mal. Viel Glück noch. Dir auch, Jungchen, dir auch. Danke, danke. So, ein Butler. Und ich würde sagen, jo, ich würde sagen, wir beenden den Part und im nächsten schauen wir uns mal den Ian hier an, ne? Den Chef der alten Mine. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.